Yo YouTube, was geht ab? Arme wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Minecraft Helden. Ich habe mir eine Eisenrüstung angezogen, Leute, weil ich, ich will da, bin jetzt eh nicht auf Fights aus, Leute. Letzte Folge, sehr, sehr, sehr viel passiert, Freunde. Der Wife hat mich rausgelassen, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ist er jetzt wirklich noch da? Es ist einfach nur, weil Leute ja wegen alten Zeiten schlechtes Gewissen hat, will er noch mit mir was zu tun haben. Leute, wisst ihr, ich kann eine Seite verstehen, dass er mich nicht so sehen wollte, aber hat er noch überhaupt Lust mit mir irgendwas zusammen zu machen? Ich weiß es nicht und ich will auch mit, Leute, guck mal, Sue ist auch online. Message Sue, Bro, können wir uns treffen? Ich habe ihn im Vorfeld schon lange gebeten, dass er sich nicht einmischen soll bei Wife und mir, Leute. Und er hat sich auch dran gehalten. Ich habe echt Angst gehabt, dass er die Pauberger Ritterburg stimmt, weil so hätte ich Sue wahrscheinlich eingeschätzt. Aber er hat sich komplett zurückgehalten. Ich will mit ihm reden, bei ihm bedanken. Ich habe ein kleines Geschenk auch für ihn. Und dann, Leute, ich muss gerade den Kopf frei kriegen. Eine gute Sache ist aber passiert. Das habe ich leider noch nicht aufgenommen. Oha. Junge! Hast du dich erschreckt, oder was? Digga, ich dachte, was habe ich da geangelt? Da kam plötzlich so ein Monster aus dem Wasser raus. Was geht? Ey, beide hier mit Eisen. Du hast mich echt? Ja. Krass. Wie geht's dir, mein Freund? Ein bisschen verwirrt noch. Ja, Amir, es war wirklich für mich sehr, sehr schwer, mich nicht einzumischen. Vor allem nach der Aktion, was da passiert ist und dass du wirklich ein Herz verloren hast. Aber Bro, ich sag dir, würde ich wirklich wissen, dass die auch dein letztes Herz ziehen wollten. Also hättest du jetzt noch ein Herz verloren, dann müsste ich mich einsetzen. Sorry, aber dafür mag ich dich einfach zu sehr, dass ich dann nichts machen kann. Ja, Bro, ich habe aber auch schon gerade gesagt, ey, also es wäre geistkrank. Eigentlich habe ich dich eingeschätzt, dass du direkt reingeben würdest, so wie ich dich kenne. Aber ja, danke dir nochmal. Es war schwierig. Es war schwierig so und deshalb so. Ich sagte ehrlich, ich respektiere dich und der Vibe einfach zu sehr. Deshalb so, wäre das jetzt jemand anderes, dann hätte ich mich bestimmt eingemischt so. Mhm. Aber weil ihr beide so, ich wollte einfach, dass ihr das unter euch klärt. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ihr euch mittlerweile versöhnt habt oder nicht. Bro, es ist, ich sag dir ehrlich, nach der Aktion, ich bin einfach irgendwo weggeschwommen, hab Zeit für mich erstmal gebraucht, hab den seitdem nicht mehr online gesehen. Ja. Ich bin mir noch so unschlüssig, Digga. Hat er mir eigentlich jetzt geholfen? Will er wie, also klar, er hat mir geholfen. Wahrscheinlich auch wegen der ganzen Historie, die wir geführt haben. Ich könnte es auch nicht ansehen, wie was sieht. Aber will er noch immer noch mit mir ein Team machen? Will noch Minecraft Helden zusammen machen? Ist er zu dem Pauberger Ritter wieder zurückgegangen? Ich weiß ja nicht, was mit Max da noch passiert ist. Die haben ja noch miteinander geredet. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir noch angucken. Und aber Bro, ich weiß selber nicht. Alter, ich sag dir ehrlich, ich bin froh, dass er es gemacht hat. Ich war eigentlich auch bereit, dazu Herzen zu opfern, damit er da rausgeht und mit ihm verbünde. Aber was jetzt im Endeffekt ist, das weiß ich noch nicht. Ich weiß, es ist echt schwierig und ich kann mir vorstellen, dass wirklich alles zu 100% ein Missverständnis zwischen euch beiden war. Ja, du hattest deine Gedanken, er hatte seine Gedanken. Ja, und das weiß ich auch zu schätzen, dass du jemand bist, der sofort erkennt, wenn er irgendwas falsch macht. Und ich denke mal, Vive hat da seinen Stolz zu sehr nach oben priorisiert gehabt. Und wir sind beide Sturköpfe. Ja, ich weiß, dass ihr wirklich beide vielleicht irgendwann wieder zueinander finden werdet. Wenn nicht, wäre das wirklich mega schade, weil, guck mal, du und er, ihr gehört einfach zusammen. Ihr wart doch schon immer wirklich dick und dünn so gefühlt und ja, das hört sich jetzt falsch an. Dick und dünn. Ja. So meinte ich das jetzt nicht, aber wir sind wie dick und doof. So, sag ich einfach. So. Wer ist doof? Wer ist dick? Lukas ist beides für uns. Nee, Spaß. Ja, oder so. Nee, aber guck mal. Ich bin mir sicher so, wenn wirklich alles in die richtige Richtung gehen sollte, dann werdet ihr euch früher oder später vertragen. Bro, für mich ist er direkt wieder ein Eiskrieger und so. Ich denke, das ist natürlich klar. Max ist im Wasser, ne? Wer ist im Wasser? Du magst es im Wasser voll, ne? Ja, Bro, ich bin doch hier der Dreizackwächter. Ja. Ah, aber nicht nur der Dreizackwächter. Ich habe mitbekommen, euren Fight gegen Banks. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ach so, bezüglich den Kampf, so. Ja, das war krass, aber ich will noch eine Revanche, ich will ein Rematch. Ja, ich hab gesehen, Digga. Rematch gegen die Jungs. Aber das nächste Mal also bitte wirklich kein irreführende Titel. Das war ja nicht wie ich gegen Banks, sondern Spider-Man gegen Banks. Soll ich den Titel ändern? Spider-Man gegen Banks? Warum du das? Du bist Spider-Man geworden mit deinen ganzen Spinnennetzen. Ich habe aber keine mehr. Viele sind davon kaputt. So. Ja gut, aber Sio. Ey, du weißt, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich eingemischt hast, aber du kennst mich auch. Ich bin kein Mann, der nur Worte hat, sondern ich habe auch immer Taten dabei, richtig? Ja, was soll das heißen? Deswegen, hier hast du mal ein bisschen Spider-Man-Action nochmal. Hä? Als ob! Bro! Dankeschön! Geil! Vielen Dank! Das ist super lieb von dir. Du weißt, eine Hand wäscht immer die andere, wenn du irgendwas mal, ne? Du hast echt für mich viel getan.
Und jetzt muss ich mal gucken, wie das hier Ganze weitergeht. Ich muss auf jeden Fall... Ja, was heißt das jetzt genau für dich? Also gibt es die Eiskrieger wieder? Werdet ihr vielleicht... Oh, die Eiskrieger sind nie weg gewesen für mich. Ja, verstehe. Die waren wie nie ist weg. Jetzt die Zusammenarbeit mit den Paulberger Rittern? Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß jetzt... Ich verstehe das alles jetzt nicht. So, bist du wirklich auf iCrimex jetzt sauer oder nur auf Banks? Ich war, das ist so verwirrend alles für mich. Guck mal, seid ihr ehrlich, auf Banks war ich sauer, weil der einen Spion auf uns geschickt hat. Ich habe versucht, euch zu helfen, weil die mit zwei Mächten rübergekommen sind. Übrigens, weißt du, wer mich im Knast einmal besucht gehabt hat? Stani? Nee. Ich habe irgendwie auch gehört, Max meinte, dass die Königskrieger dafür waren, aber mit mir hat niemand darüber geredet. Das habe ich mir gedacht, das habe ich aber auch schon gesagt. Ja, ein angeblicher Königskrieger, in dem wäre das egal gewesen, was mit mir passiert. Hä, aber warte. Dann kommt doch nur noch Danergy oder Ente in Frage. Ente war bei mir, aber Ente war nicht nur bei mir, Ente hat mich provoziert und beleidigt. Warum macht er das? Ich weiß es auch nicht. Wo ist überhaupt die komische Ente, ey? Da werde ich wieder direkt sauer. Ich habe ihn so lange nicht mal auf hier Minecraft-Helden gesehen. Und dann höre ich als erstes direkt von dir, dass er dich provoziert hat. Warum? Keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Ich habe ihm auch gesagt, ich habe euch doch geholfen eigentlich bei ihm. Wo steckt der jetzt überhaupt? Der ist gar nicht mehr online. Ich weiß es nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Ist mir jetzt, ich sag dir ehrlich, diese ganze Sache ist... Wird hier mit ihm reden, ne? Die ganze Sache ist mir erstmal egal. Ich sag dir ehrlich, ich habe keinen Stress mit iCrimex gehabt. Sogar eigentlich, ich wollte eigentlich schon mit iCrimex reden, dass er sich ja nicht, also dieser Kampf, dass er soll ihn noch alleine führen gegen euch. Ich meine, es war doch eigentlich schon gut ausgeglichen alles. Da hätte der Bessere gewonnen, da hätte jedem gefallen. Aber dieses immer mit dieser Übermacht zu kommen, das ist doch auch blöd für alle. Und ich wollte auch nicht, dass das hier so ein Ding wird, dass nur Übermächte die ganze Zeit entstehen. Und man immer nur mit fünf Mann auf einen geht und so, weißt du, dann entsteht ja nichts Krasses. Naja, das ist das Ding, ich verstehe ich voll und ganz. So, außerdem bist du mit einer meiner besten Freunde, natürlich helfe ich dir dann. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab kein Beef gehabt mit Max und ich habe auch diese ganzen Angriffe gemacht, eigentlich hauptsächlich nur für Wife. Und ich habe Blackjack ein Herz gezogen, aber auch für Rhiney. Auch für Rhiney. Wie ist jetzt eigentlich das Bündnis zwischen Rhiney und Wife? Also gibt es da jetzt noch Beef oder haben die sich auch vertragen? Ich glaube, eigentlich sollte es da gar kein Beef geben. Ist halt nur die Frage jetzt, ich habe Rhiney auch nicht gesehen, ich muss mich gleich mit Rhiney noch treffen. Guck mal, du musst mir nur jetzt kurz sagen, ich habe jetzt gleich noch ein Gespräch mit Evive. Soll ich bestimmte Sachen nicht erwähnen oder gibt es irgendwas, was ich vielleicht extra erwähnen soll? Musst du mir nur sagen. Ich glaube, erwähnen nichts. Ich glaube, das Gespräch muss ich wirklich von 0 bis 100 mit ihm selber machen. Okay. Ich bin dann nur gespannt, was er dann sagt. Ich muss, wie gesagt, ich muss mir auch angucken, wie deine Reaktion war, was er mit Max geredet hat. Wenn er sich da natürlich entschuldigt hat, zu den Powerbanker zurückkommt, dann... Aber ich darf ihm schon sagen, so, ey, cool, dass du doch Armin dann gerettet hast. Ja, das darf ist, ich dir schon sagen. Klar. Gut, okay. Mein Freund, dann dir hier viel Spaß beim Angeln. Übrigens, ich habe ein bisschen so eine Vorahnung gehabt, dass du dich hier auch. Ja, weil guck mal, was ich gefunden habe. Jetzt bin ich gespannt. Guck's dir an, mal kurz mein Inventar. Reparatur, oder? Nein, und da ist wirklich nur Reparatur drauf. Oder? Bro, weißt du, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist? Weißt du, wie lange ich dafür geangelt habe? 8 Stunden, 10 Stunden, 2 Minuten. Stunden. Nein, du bist angekommen, hast kurz... Beim vierten oder fünften Mal habe ich das Ding rausgezogen. Ich glaube, du wurdest belohnt. Einfach dafür, weil du unschuldig im Gefängnis warst und jetzt rausgekommen bist. Damit ja gut, deine so unschuldig hast, war ich ja nicht direkt, ne, muss man sagen. Ja, aber Bro, letztendlich so. Ja. Klar, es gibt unterschiedliche Meinungen, jeder kann seine Meinung machen. Ich sag dir ehrlich, du hast einfach dich nur verteidigt, als du damals mit den Königskriegern gegen Ampelkrieger gefightet hast. Deshalb alles durcheinander, alles gut, vergessen wir, was war. Und ich hoffe einfach nur, dass alles jetzt positiv wird, ja, alles gut. Gut, Sio, ich zieh weiter durch. Gut, pass auf, ich geh dann jetzt zum nächsten Gespräch. Ciao. Boah, Leute. Ey, sag euch ehrlich, ich hab auf Sios Verlass. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemals gegen Sio kämpfen müsste. Aber wenn ich gegen Sio einmal wegen Minecraft-Helden, dann wird das ein ehrenvoller Kampf, Leute. Außerdem ist Sio auch einer der besten PvPler, Leute. Der hat ja wirklich Banks und Russik mit MBK, auch einer der besten. Die haben die ja wirklich weggezogen, Leute. Ne? Das war ja geisteskrank, obwohl Sio Helm verloren hat, haben die trotzdem noch gewonnen. Also, nicht schlecht. Aber, Leute, ich glaube, es wird eine Zeit, mit Rhiney zu reden, mal. Um ihn mal, dass ich sehen, ne, ich muss mit ihm quatschen. Jetzt, wo ich aus dem Knast endlich raus bin. Okay, Freunde, ich habe mich mit Rhiney jetzt, also ich treffe mich jetzt mit Rhiney. Ich bin extra ein Ding gegangen. Guck, ich habe wieder ein paar Äpfel gefarmt, Leute. Und, da werde ich die nochmal kurz zu goldenen Äpfeln machen. Junge, habe ich eine Werkbank gesehen, Leute. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Wo ist denn hier eine Werkbank? Rhiney meint, er braucht ein kleines bisschen, weil er weiter weg ist. Aber ich freue mich, den Paulberger mal wiederzusehen. Egal, machen wir gerade schnell selber was. So. Machen wir nochmal hier 4. So, und dann
sind wir wieder mit Goldäpfel ein bisschen ausgerüstet. Gold müssen wir uns auch mal wieder ein bisschen was farmen, Leute. Also ich muss wieder ein paar Höhlenturm machen, Diamanttouren machen und so. Ich meine, mein Schwert hat Reparatur, aber meine Diamantrüstung, dass sie mal repariert ist, weil es wird auch immer teurer und teurer und teurer. Und. Hä? Das ist you. Da ist er sogar. Ist you? Nee. Hey, hey, hey. Oh, oh, sorry. Nein, was Bro, du hast einen Dreizack? Bro, ich habe einen Dreizack mit Reparatur. Reparatur hat so lange gebraucht zum Farmen. Du kannst es dir nicht vorstellen, wirklich. Schrecklich war das. Rainy, was los? Guck mal hier. Bro, ein reines Reparaturbuch? Ja, oh mein Gott, ich hab... Wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, ist doch egal, Rainy. Also, ich musste, also, ne, also... Rainy, ja? Ich bin wieder da! Wie lange hast du dafür gebraucht? 3 Minuten. Digga, ja, warte, Rainy! Rainy, ich hab davor noch 14 Bro, Stunden lang gesucht, oder was? Erstmal schön, dich wiederzusehen, Bro. Ey, freut mich, dich auch wiederzusehen. Digga, aber, was, hast du nur noch Eisenrüstung? Haben die den Rest geklaut, oder was? Nee, ich hab die Diamantrüstung, aber ich lauf erstmal nur mit Eisen rum. Das ist Vollschutz 4, okay, Eisenrüstung. Okay. Aber wenn zum PvP check. Kommt, werde ich zu Diamant wechseln. Aber so, dass ich keine Haltbarkeit mehr verliere, erstmal. Bro, wie findest du meinen Hut? Deine Nase ist nicht mehr da. Jetzt ist deine Nase wieder da. Guck mal hier, guck mir dir mal den Hut an. Und vergleich den mal mit deinen Dia-Sachen. Bei Rüstung? Oh, ist ja gleich Rüstung. Ja, und Rüstungshärte aber ein bisschen mehr. Oha! Ja, und sneak mal damit. Achso, warte. Nimm noch auf. Oha, hä? Man ist halt schneller beim Sneaken damit. Oh, krass, man hat also so ein anderes Sicht. Das ist ein bisschen krasser. Oha, nicht schlecht. Ja, man hat halt dieses Geschwindigkeit. Ja. Ja, davon müssen wir ein paar besorgen, weil das hat, glaube ich, keiner sonst. Okay. Ja, aber apropos, wenn du jetzt Reparatur hast, Bro. Ja. Hier, guck mal. Hey! Bro, ich habe 5 Dreizecke gefarmt. Oha, ich habe auch Sog. Oh, hab ich auch noch. Ja, habe ich auch noch mal gedroppt. Ja, warte. Hier, hol das mal mit. Oder war es das? Ja. Ja. Harpune 5 geht noch mit drauf. Okay. Harpune 5 ist, ja genau, das ist halt, da machst du mehr Schaden. Heißt, falls du ihn mal zum Damage machen benutzen solltest, machst du halt einfach mehr Schaden, weißt du? Ist ja fast so gut wie ein Dia-Schwert. Ist ja noch nicht dran. Vom Ding her. Oh, geil, ja. Ey, werde ich mir direkt ready machen später. Ja, Lukas hat mich rausgelassen. Lukas, das habe ich auch irgendwie gehört. Aber wie kommt der Sinneswandel auf einmal? Ich weiß nicht. Hast du schon mit ihm geredet? Ja, nur ganz, ganz kurz. Wir waren beide, glaube ich, das war eine komische Situation. Wir waren beide überfordert und. Ja, check. Ja, ich muss selber gucken, weil er meinte, er geht drüber, er will es Max erzählen. Aber Max hat ihm jetzt nichts angetan. Ich habe extra gewartet, aber. Okay. Ich muss mal gucken, was ich schreibe. Ich weiß ja nicht, ob er wieder zu den Powerbank geht. Ja, da gibt es auf jeden Fall Redebedarf, weil, Bro, alleine. Also, was mich ja am meisten stört, ist einfach. So, ich check das. Irgendwo, dass Max halt sauer war, keine Ahnung, so, okay. Aber dass er mich halt anlügt und dich dann noch tötet, den Herz abzieht, ja, mich hat angelogen hat das und alles. Hat ja Max, das war ja, glaube ich, nicht Awife. Ja, ich weiß, aber Bro, keine Ahnung. Also ich muss auf jeden Fall auch nochmal mit Max reden, Digga. Also es ist keine Ahnung. Ja. Ich fühl's gerade gar nicht. Ja, muss man. Du musst aber auf jeden Fall Dings machen, ne? Muss jetzt hier einen Dreizack fertig machen, weil damit ist man halt ultra schnell im Wasser. Werde ich machen, ja. Aber ich muss auch erstmal, wie gesagt, ich gucke mal gleich nochmal, was da mit der Wife von Max passiert. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Und dann muss ich mich irgendwann mit Lukas treffen und mit dem reden. Ja, macht das. Ich glaube, es wäre auch das Schlauste, wenn ihr euch erstmal zu zweit treffen würdet. Ja. So, weil, also, ihr hattet da ja eure Komplikationen und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt irgendwie was ausrichten kann. Ja, ich denke mal, wenn ich mit dem einmal rede, das wird sich dann lohnen. Doch, ja. Ja, Alfie? Alfie ist doch gar nicht online. Ja, keine Ahnung. Okay. Was hast du heute noch vor? Ich gehe tatsächlich gleich erstmal mit Flo reden. Ich weiß nicht, ob Banks auch irgendwie noch was hat, weil er hat mir eine Nachricht geschrieben. Und hat mir in der Nachricht gedroht, tatsächlich. Mhm. Ich muss mal gucken, aber das wird schon. Du hast einen Dreizack, du kannst direkt abhauen. Ja, eben, zur Not kann ich abhauen und sowas. Aber hier, ich weiß nicht, hier, falls... Enderperlen. Oh, perfekt, die habe ich vergessen. Ich hab mitbekommen, du bist ein ziemlicher Schmeißer mit deinen Goldäpfeln beim Kämpfen. Bro, das Problem ist... Jetzt kannst du los. Wappen einmal dabei. Ja, und Leute, weg ist er. Weg ist er, Ryan. Leute, wir haben jetzt auch einen Dreizack.
geisteskrank. Eben noch Pseudo mitgesehen. Jetzt haben wir selber einen. Ich bin tatsächlich noch nie so richtig mit Dreizack geflogen. Ja, hier ist krass. Wenn du das Good Times fliegst, du damit einfach. Oh, nee, haben wir was einmal dabei. Krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, was ich sagen wollte ist, ja, meine Tastenbelegung. Ich habe eigentlich Tastenbelegung Q, habe ich mein Schwert. In dem Moment hatte ich da Dings und dann, ja, warte. Ja, okay. Egal. Das wird auf jeden Fall nicht mehr vorkommen. Alles klar, easy, easy, easy. Gut. Ja, dann würde ich sagen, red du mal mit Evive. Ich red mit. Oha. Ich direkt hier. Okay, Bro. Ja, ja, ich red mit Evive und dann, das wird schon irgendwie alles klappen. Und lass dich nicht wieder fangen, ja? Ich werde es versuchen. Gut. Ja, ich easy. Bin weg. Wir sehen uns, Bro. Mach's gut, Bro. Tschö. Ciao. Leute, und wir gehen jetzt das Gespräch, beziehungsweise das Gespräch zwischen Max und der Wife angucken und dann überlegen, was wir machen sollen, Leute. Let's go. Gut, Freunde, dann gehen wir mal rein. Ich bin mal gespannt, was eigentlich passiert ist, Leute. Er hat ja auch mit Max ja geredet gehabt. Ja, Leute, was also. Geht ab? Überm Blut zwischen zwei Stühlen, Freunde, aber es war nie meine Absicht. Irgendwann in meinem Leben abends. Warte mal hier, Leute, hier war das. Letzte Folge noch kurz mit Sue geredet. Aber, Freunde, so wie es aussieht, wollen die Armen jetzt alle Herzen ziehen. Ich kann das nicht zulassen. Ich kann es nicht zulassen. Ich stehe gerade Real Talk absolut zwischen zwei Stühlen, Freunde, aber es war nie meine Absicht, irgendwann in meinem Leben Amir in eine solche Position zu bringen. Und ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, um den hier rauszuholen. Yo, Lukas, moin. So hart. Was geht, Bro? Was geht? Ey, Warte, hinten ist jemand, hinten ist irgendwer. Hä? Hallo? Wer ist hier? Reini, bist du das? Hier, hinterm, hier. Reini. Ey, Lukas! Ey, nein, Lukas, greif dich Enter an. Wir sind doch jetzt, wir sind doch jetzt Verbündete. Ja, Enter. Oh, sorry, sorry. Das hab ich nicht vergessen. Mit den Königskriegen. Bro, aber hä? Warum hat er uns denn belauscht gerade? Ich muss Max was erzählen. Lukas, das ist wichtig. Okay. Er muss mir was erzählen. Warte mal, pass mal auf, Ente, wir reden gleich. Lukas, ich muss mit Ente kurz was klären und so. Kannst du auf unseren gefangenen Arm hier aufpassen? Ich glaube, das war, wo die Alpha-Schein gejagt haben, ne? Dass der nicht abhaut. Weil du weißt ja, wir wollen ja heute nochmal Diamanten abkassieren oder er kriegt nochmal ein zweites Herz gezogen. Ja, Amir, bist du überhaupt noch da drin? Ich bin da drin. Ah, sehr gut, sehr schön. Na gut, also, Lukas. Amir, wie geht's dir? Amir, geht's dir gut? Endlich, das ist unser Gefangener da drin. Amir, haben wir auch schon Herz gezogen. Mikrowelle drin, kommt er raus. Digga, ich hab euch geholfen gegen die Ampelkrieger. Jetzt bist du so. Ich bin so wie ein sprechender Kasten. Amir! Ja, das Ding ist aber. Du hast vielleicht mal geholfen, aber Ente weiß auch, dass du Blackjack ein Herz gezogen hast. Also quatsch nicht an mir. Mach mal Piep. Ich hab dem Herz abgezogen, als ihr noch. Warte, wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Weiß nicht. Ente wollte mir gerade irgendwas erzählen. Ich weiß nicht. Okay, aber bleibt ihr hier oder geht ihr weg? Wir müssen gleich los. Ich bin mal gespannt, Leute. Okay, ja, dann passt du auf. Weil das Einzige, worauf ich reagieren will. Okay, sehr. Ist, wie er Max das erklärt, dass ich raus bin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ente, komm mal mit. Ente, was willst du mir überhaupt erzählen? Freunde, ich könnte komplett kotzen. Genau, und der ist ja bei den Hampelmännern und der ist gerade alleinerzeit. Oh, er ist alleine. Ey, ganz sehr kurz, gut. Wenn ihr irgendwen packt oder so und Hilfe braucht, sagt Bescheid, ne? Ich kann kommen. Okay, okay. Ja, okay, aber okay. Also, solange kein Notfall ist, passt du auf Amir auf. Nicht, ich dass der von Ryan befreit wird. Nee, auf keinen Fall. Ja. Okay, den, hier, den packen wir zu. Okay, gut. Gut. Bro, dann muss er noch abgezogen. So gehen. Hat Max gar nicht mitbekommen. Das Gespräch kennt ihr alle Leute? Für mich immer gemacht hast. Alles gut. Ich muss das machen. Und selbst Krass. Wenn ich jetzt dafür drauf gehe, ist es mir echt egal. Okay, ich muss schnell hochgehen, bevor Max wiederkommt. Ich kann jetzt auch nicht Max anlügen. Guck mal, das. Bruder, das ist halt Real Talk das Problem, Freunde. Ich kann nicht rumlügen oder keine Ahnung was. Es geht einfach nicht. Und genauso wenig kann ich zugucken, wie ein Bruder von mir so hops genommen wird. Ich muss Max gleich die Wahrheit sagen. Er sieht's ja dann eh in meiner Folge. Es macht ja gar keinen Sinn. Baue direkt das Bett ab, nicht dass Armin außersehen hier spawnt. Ich muss Max die ganze Wahrheit erzählen. Boah, hier sind noch die ganzen Sachen. Okay. Wir ziehen kurz durch. Ich muss einmal kurz. Alter, von einem Ohr von Armin. In der Armin, wenn man. Ja, der hat meine Sachen geholt. Armin, jetzt zieht durch. Und ich muss mich jetzt, ob ich will oder nicht, Max stellen, aber. Digga, bin ich gespannt auf das Gespräch mit Max. Ja, Bro, was ist los? Wo ist Amir? Der ist weg. Wie, der ist weg? Ich hab doch gesagt, wenn er irgendwie ausbrechen will oder so, sag Bescheid. Der ist nicht ausgebrochen. Wie, der ist nicht ausgebrochen? Ist er geplatzt vom Erdboden verschluckt hier oder was? Ich hab den rausgelassen. Was? Bro, das ist doch unser Feind, unser Gefangener. Bro, die haben Dias bezahlt. Ja, aber nicht mal ein Stack. Ja, aber die haben trotzdem Dias bezahlt. Wir können jetzt nicht Armin da alle Herzen ziehen. Wir hätten ihm ja nicht alle Herzen gezogen. Die hätten nur noch mehr bezahlen sollen. Bro, tut mir leid. Ich hab das nicht übers Herz bekommen. Bro, du weißt schon, dass du damit die Paulberger Ritter voll hintergangen hast.
Ja, was soll ich denn machen? Krass. Bro, Amir war immer wie ein Bruder für mich und jetzt wollen wir den aus dem Projekt raushauen? Bro, wir sind ein Team, Alter. Das ist, also... Ja, aber krass. Blackjack hat den genauso provoziert. Deswegen hat er sein Herz verloren. Ich habe mir die Folge auch nochmal angeguckt und so. Blackjack ist auch nicht so der Unschuldige. Ja, Bro, ich dass kann Blackjack das nicht unschuldig ist, das kann ich mir denken. Krass, heute. Hätte ich gedacht, Zucker, oh, so geht's mir steht. Ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, an sich hast du uns verraten. Ja. Du hast mich verraten, du hast die Paulberger Ritter verraten. Bro, deswegen stehe ich hier und sag's dir auch. Ich hätte uns einfach das hättest du auch mal nochmal mit uns klären können. Ja, guck mal, was soll ich denn klären? Ich hab doch alles probiert mit Dias und dies und das und ihr habt den trotzdem ein Herz gezogen. Soll ich jetzt zugucken, wie Amir dann rausgehauen wird? Ich krieg das. Du hättest doch nochmal mit uns reden können. Ja, ich kann das nicht. Kann das nicht. Lukas. Ja. Du weißt, was das bedeutet. Was denn? Du weißt, was das bedeutet. Was denn? Ich muss dich somit leider hier aus den Paulberger Rittern rauswerfen. Bro, ich bin dir dankbar, dass du mich aufgenommen hast, ohne Witz, aber ich kann das nicht. Ich kann das echt nicht. Na gut, ich sag mal so, du hast viel getan für die Paulberger Ritter, du hast die Burg immer wieder aufgebaut. Deswegen, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie mit dir einen Krieg anfangen, aber ich bin sehr enttäuscht von dir. Ah, tut mir leid, Bro, tut mir leid. Ah, leb wohl. Ekelhaft, Leute. Nein, leb wohl. Aber, Leute, er hat am Ende des Tages zu mir gehalten. Hey, Freunde. Wie sehr ihr mich jetzt hasst, weil ich irgendwie Max-mäßig hintergangen habe, Freunde. Ich krieg das nicht übers Herz. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, Leute. Ich stehe jetzt einfach alleine da. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen es machen. Die nächste Folge müssen wir mit Lukas reden. Er ist mein Bro und ich will, dass wir wieder befreundet sind, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, mal schauen, ob er mit mir nächste Folge reden will. Ich werde mal versuchen, ihn anzuschreiben. Ich habe jetzt lange Zeit gehabt zum Nachdenken. Ich habe mir das Video jetzt nochmal angeguckt mit euch. Und ich glaube, ich stimme mir da auch zu. Like, Abo, haut rein, euer Amir. Wir bringen die Eiskrieger wieder zurück.